sehe den Berg, Leute, so wie Ameisen. Als der Prophet Salosellen hier oben ist in Abu Bakr war, hat Seda Esma, die Tochter von Abu Bakr, ihnen jeden Tag Essen aufgebracht und sie war hochschwanger. Und es zeigte die Stärke und den Mut und die Himmel einer Frau, die für den Islam gekämpft hat und die für den Islam gelebt hat. Der Weg hierauf ist relativ anstrengend. Das ist so 1,5 Stunden und auch wenn man halbwegs trainiert ist, da haben wir Muskelkater nachher. Also die Leute, die Rad Hera kennen, dieser Weg hier ist anstrengender. Rechts schaut raus. Ist das große Schild? Und mit dem Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala versammelte sich alle hier vor dem König. Und der König ist zufrieden mit ihnen und sagt, was ihr immer gemacht habt, ich vergebe euch. Ihr seid hierher gekommen, ich vergebe euch. Und dann kommt ein Kommando. Die Sonne geht unter und es kommt ein Kommando, los jetzt. Und jetzt beginnen sich 2 Millionen Menschen auf ein Kommando, Allahu Akbar, der Azan, beginnen sich plötzlich wie eine riesige Armee zu bewegen in diese Richtung. Und jetzt sind wir in Muzdalifa. Und hier ist so ein bisschen Infrastruktur, aber Muzdalifa hat mehrere Täler und im Prinzip gibt es in Muzdalifa nichts, gibt es auch keine Zelte und so. Hier ist Masjid al-Mashar al-Haram, hier hat der Prophet seinen Gebet in Muzdalifa und hat die Nacht hier verbracht. Und wie gesagt, zwischen Arafa und Muzdalifa gibt es sozusagen ein Niemandsland von ein paar Kilometern. Die grenzen nicht aneinander. Aber Muzdalifa und Mina grenzen aneinander. Das heißt, es gibt eine Grenze jetzt. Und genau dort endet Muzdalifa und beginnt Mina. Die Zelte der Europäer sind ganz hinten links. Die allerletzten links sind unsere Zelte da.
Seht ihr das gut? Ja. Dass ihr doch genau schaut, man sieht man den Weg. Wo ihr einen Blehren sagt. So ein Zickzack. Seht ihr die Leute? Ja. Nackscham. Die Höhle von